Dutzende Städte in Ungarn schließen ihre Einrichtungen wegen der hohen Energiepreise. Am häufigsten betroffen sind Theater, Thermen, Schwimmbäder, Bibliotheken, Museen und Sportstätten. Szeged, eine Stadt mit 160.000 Einwohnern, ist ein typisches Beispiel. Der stellvertretende Bürgermeister für Wirtschaft sagt, die Gasrechnung sei um das Siebenfache gestiegen, aber die Regierung tue nichts, um zu helfen. Der ungarische Staat hat für den kommunalen Sektor ab dem 1. Januar ein dysfunktionales System geschaffen. Es gibt Gemeinden, die seit September teilweise dysfunktional sind und versuchen, ihre öffentlichen Aufgaben zumindest teilweise zu erfüllen, etwa mit reduziertem öffentlichen Nahverkehr oder Schließung. Das kleinere Marko in der Nähe von Szeged hat es geschafft, das für den Tourismus der Stadt wichtige Thermalbad offen zu halten. Energienot macht erfinderisch, scheint die Devise. Einer unserer größten Verbraucher ist die Sauna. Da es zu viel wäre, wenn alle gleichzeitig in Betrieb wären, haben wir dafür gesorgt, dass unsere neuen Saunen im Wechsel betrieben werden. Das Museum und die Sporthalle in Marko sind geschlossen, aber viele Menschen scheinen die harte Realität akzeptiert zu haben. Wir sind mit einer sehr schlechten Lage konfrontiert, deshalb muss der Gürtel enger geschnallt werden, sowohl für den Einzelnen als auch für die Stadt. Wir stehen noch hinter den Regeln, bis es schlimmer wird, und dann werden wir sehen, was passiert. Budapest hält seine städtischen Einrichtungen bisher offen, aber der private Sektor hat auch in der Hauptstadt schwer zu kämpfen. Vergangene Woche stellte sich heraus, dass auch das größte Hotel des Landes, das Hotel Hungaria mit 499 Zimmern, in wenigen Tagen schließen und erst Anfang März wieder öffnen wird. Auf Grundlage der vorläufigen Buchungszahlen wurde entschieden, dass es nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden kann.